Bereits zum dritten Mal fand in Ramsau am Dachstein die offizielle Fanwanderung zur ZDF-Fernsehserie Die Bergretter statt. Ausgangspunkt war die Bergretterzentrale in Ramsau-Ort, welche eigens für die Serie umgebaut wurde. Die Fans konnten am Bürotisch von Toni Stössel Platz nehmen und die Originalrequisiten bestaunen. Von dort aus starteten die 200 Teilnehmer, von echten Ramsauer Bergrettern begleitet, die Wanderung zur ersten Etappe, der Sprungschanze. Am Schanzentisch angekommen staunten die Fans, als sie von Markus Brandl, der in der Serie als Tobias Heerbrechter bekannt ist, persönlich begrüßt wurden. Ja, für mich ist es heute zum ersten Mal, dass ich dabei sein darf. Ich freue mich sehr. Ich hoffe, ihr habt alle einen schönen Tag. Wir machen ein schönes Foto. Ihr genießt die Gegend. Und wenn ihr noch Fachfragen habt zur Bergrettung, der Heri ist der Chef hier. Markus Brandl erklärte den Teilnehmern, wie ein Drehtag abläuft und beantwortete viele Fragen rund um die Serie. Von der Sprunganlage ging es dann weiter zu Emilys Hof. Nach einer gemütlichen Wanderung erreichte die Gruppe den wunderschönen Hof, welcher seit 400 Jahren im Besitz der Familie Perner steht. Während die Fans traditionelle landwirtschaftliche Produkte genossen, erzählte Peter Perner den Gästen die Geschichte des Hofes und von seinen Einblicken in den Drehalltag. Wenn Sie die Emily einmal übersehen, gell, bitte, bis Abstand halten. Da bin ich der Platz. Ne? Und wie schaut's aus? Die Schauspielerin Stefanie von Poser stellte ihren Hof vor, beantwortete bereitwillig zahlreiche Fragen und erfüllte auch sämtliche Fotowünsche. Von Emilys Hof ging es wieder zurück. In der Bergretterzentrale gab es die nächste Überraschung. Martin Klempner sorgte mit witzigen Einlagen für eine heitere Stimmung. Herzlich willkommen! Seit heute Morgen sitze ich da. Hauptsache, ich muss nicht Hubschrauber fliegen, dann ist alles okay. Wie oft der im Vorbeigehen beim Drehen mal sagt, du Martin, gehst mal ein bisschen von der Kante da weg. Ja, dann seile ich mich jetzt ab. Ja, Martin, dann nimm jetzt bitte auch ein Seil. Das Highlight für viele ist der legendäre Hüttenabend mit Martin Gruber. In diesem Jahr kam jedoch erstmals nicht nur Martin Gruber, sondern auch seine drei Bergretterkameraden und Emily, gespielt von Stefanie von Poser. Die Schauspieler standen den Fans mehr als 3 Stunden für Fotos, persönliche Fragen und Autogrammwünsche zur Verfügung. Am nächsten Tag stand auch ein Besuch des Christophorus 14-Stützpunktes auf dem Programm. Dort wartete bereits Robert Lohr, alias Michael Dörfler, auf die Fans. Ich gehe jetzt zum ersten Mal ans Tau, gell? Ich sitze sonst immer nur drinnen. Aber ich fliege nur mit, weil die Eva so Angst hat. Filmen wir mal die Eva. Du hättest mal die. Nach seinem actionreichen Tauflug nahm er sich ausführlich Zeit und beantwortete zahlreiche Fragen. Der Original-Helikopter aus der Serie flog mit zahlreichen Fans exklusiv über das Ennstal und war sicherlich ein weiteres Highlight für zahlreiche Teilnehmer. Ganz Mutige hatten sogar die Möglichkeit, wie Robert Lohr, am Tau zu fliegen. Als krönender Abschluss kam am Nachmittag nochmals Martin Gruber beim C14-Stützpunkt vorbei und stand seinen Fans zur Verfügung.